Ja, Herr Thon, Sie leben hier in Schermbeck. Sie sind ein Junge aus dem Ruhrgebiet. Was hat Schermbeck, dass der Mensch sich hier wohlfühlen kann? Gute Frage. Ich bin ja aus München zurückgekehrt, 1994, und habe überlegt, ja, wo könnte ich denn wohnen? Gelsenkirchen zu spielen und zu wohnen, das wollte ich nicht. Ich wollte auch ein bisschen Abstand. Da, wo man arbeitet, braucht man dann auch irgendwo Entspannung. Es sollte nicht zu weit weg sein. Und ich kam auf die Idee, mein Onkel hat 1970, 72 hat er gebaut, hier in Schermbeck. Da habe ich damals noch mitgeholfen. Ja, und so kam ich dann zur Volksbank und habe dann ein kleines Häuschen gefunden und genieße dann hier so den ehemaligen Kurort, ich glaube bis 1950 oder 1960, hier am Mühlenteig. Man kann schön spazieren gehen, viel laufen. Das ist ja auch so ein bisschen meine Leidenschaft und ja, wir haben ja vorhin auch schon mit dem Bürgermeister gesprochen. Die sind alle ganz nett. Den Vorgänger kannte ich auch sehr gut, den Herrn Kapell. Und ja, ich fühle mich rundum wohl in Schermbeck. Sie sind ein Kind aus dem Ruhrgebiet. Gibt es Parallelen zu den Menschen hier am Niederrhein und in Gelsenkirchen? Ich vergleiche die Leute nicht miteinander, wo sie herkommen, sondern nehme sie so, wie sie sind. Man kann sowieso nicht eins zu eins gegenüberstellen. Der kommt jetzt aus dem Süden, der aus dem Norden, der aus dem Ruhrgebiet und der ist jetzt so und so. Geht nicht. Jetzt stelle ich Ihnen mal einige Fragen. Ganz spontane Antworten. Ich bin aber mal gespannt. Welche Eigenart gefällt Ihnen an sich besonders gut? Ich glaube, dass ich sehr offen bin, versuche immer ehrlich zu sein und bin sportlich. Und ich glaube, dass ich zu 95% immer gut gelaunt bin, von der Grundvoraussetzung her. Ich glaube, so sollte man auch mit dem Tag, mit dem Leben umgehen. Nicht, dass es der letzte sein könnte, aber immer positiv von der Grundeinstellung. Verraten Sie uns Ihr Lieblingszitat. Ich kenne eigentlich gar keins. Ich weiß nur, dass ich manchmal einige Floskeln nach einem Fußballspiel mal von mir gegeben habe. Ich habe ihn im 16-Meter-Raum nur ganz leicht retuschiert. Solche Dinge passieren in der Erregung, dass man einen Fehler gemacht hat, nachher Rede und Antwort stehen muss. Es gab sehr viele Sprüche, die ich gemacht habe, Zitate. Aber das ist so das Schönste, an wo ich mich da ironisch dran erinnere. Welche Redensart, welchen Satz hassen Sie am meisten? Ich hasse eigentlich gar nichts, außer dass man vielleicht zu sehr oft, was die Politik betrifft, insgesamt auch die Diskussionen zu weit zurückblickt. Man sollte eher nach vorne schauen. Politik, wenn Sie für eine kurze Zeit mal Bürgermeister von Schermbeck wären, was würden Sie als erstes in Angriff nehmen? Also ich, erstmal will ich kein Bürgermeister werden. Wir haben einen guten Bürgermeister, Ernst Christoph Grüter. Aber was würde ich in Angriff nehmen? Also die Brötchen sind morgens gut beim Bäcker. Man kann hier einkaufen, wir haben die Schulen, wir haben eigentlich in Schermbeck, ich weiß nicht, haushaltsmäßig stehen wir auch gar nicht so schlecht da. Wir stehen jetzt kurz hier vor dem Oktoberfest. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da empfehlen könnte. Oktoberfest, das ist ja Spaß, aber worüber können Sie überhaupt laut lachen? Über gute Witze. Ich kann überhaupt keine Witze erzählen und wenn einer Witze erzählen kann, dann kann ich herzlich lachen. In welche Rolle möchten Sie gerne für einige Zeit mal schlüpfen? Am liebsten wieder als Trainer, weil ich bin ja jetzt seit ein paar Tagen kein Trainer. Ich habe noch kein Kribbeln oder Entzugserscheinungen, aber ich möchte so schnell es geht wieder Trainer werden. Und wenn mich keiner will, dann muss ich mir irgendwie eine Mannschaft suchen. Was schätzen Sie an anderen Menschen besonders? Welche? Alle? Die nächsten Freunde vielleicht? Auch wenn sie nett zu mir sind, das schätze ich dann am meisten, ja. Ja, und was sind Sie auf keinen Fall? Bösartig. Außer wenn man mich reizt und nicht laufen will beim Training. Okay. Wenn man Spieler bei mir ist, ja, dann muss man laufen. Und wer nicht läuft, der hat Ärger. Okay, sportlich gesehen. Sportlich gesehen, ja. Eine grundsätzliche Aussage zum Thema Fußball.
Macht Spaß und ich finde, da wir ja die Weltmeisterschaft der Frauen auch gehabt haben hier in Deutschland, die sich hervorragend geschlagen haben, leider nicht so erfolgreich waren wie sonst immer und alle waren dann ein bisschen enttäuscht. Ich überhaupt nicht, auch die Vergleiche damals von Mario Basler hinken für mich und haben die Frauen nicht verdient insgesamt, wenn man bedenkt, dass 25% in den Stadien in Deutschland Frauen sind. Großes Problem bei der Planung, was man vergessen hat damals, wir hatten mit 8, 10, 12, 15% gerechnet, aber nicht mit 25, sind die Toiletten für Frauen. Großes Problem in den Stadien und ich muss sagen, man muss den Frauenfußball auf der einen Seite sehen, attraktiv, technisch versiert und auf der anderen Seite den Männerfußball und den darf man niemals miteinander vergleichen. Ja, eigentlich habe ich soweit alles durch. Wie sieht Ihr Tag heute noch aus? Der Tag heute fing heute an mit Julia Horn im Büro. Sie war um 8 Uhr da, ich 8.10 Uhr ausnahmsweise und habe ein bisschen Post gemacht, meine E-Mails erledigt und werde jetzt wieder zurückgehen, den Rest machen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich heute um 15 Uhr auf den Golfplatz gehe und 2 Stunden Golf spiele, um mich ein bisschen zu entspannen. Und dann werde ich heute Abend zu Hause essen. Was es gibt, weiß ich noch nicht. Lass mich überraschen. Golf, welches Handicap? Ich habe ein gutes Handicap. Verhältnismäßig denke ich 10,1. Man spricht darüber nicht so gerne, weil das sind ironisch gesagt dann oft die Arbeitsstunden in der Woche. Aber ist bei mir nicht der Fall. Ich habe wohl ein gutes Händchen, lese viel, spiele weniger und versuche zu verstehen, was ich dann umsetze. Gelingt nicht immer, aber Golf ist ein schöner Sport, aber doch sehr, sehr schwierig. Fußball ist wesentlich einfacher. Wie sagt man so schön, ich spiele auch Golf, ich habe nur 22, Golf macht demütig? Auf jeden Fall, Demut, wir sagen dann immer, voller Demut geht man dann nach dem Schlag zum nächsten Schlag und eine Parallele, es gab einen Spieler, der hieß Demut und jedes Mal, wenn ich an Demut denke, muss ich an diesen Volker oder was auch immer, Demut, Solingen hat er oder Darmstadt gespielt und da sind so Eselsbrücken, die man dann so irgendwo drin hat. Vielen Dank, Herr Thun. Bitteschön. Klappe.